Hi Martin, schön, dass du da bist. Hi. Backpacking in Thailand oder All-Inclusive in Griechenland? Backpacking ohne Kinder, AI in Griechenland mit Kindern. Was ist dein Lieblings-Culture-Hack, den andere Unternehmen ab morgen umsetzen könnten? So ab 50, 60 Leute, wenn abteilungsübergreifend sich die Leute nicht mehr so kennen, dann haben wir im All-Hands eingeführt, tausch dich mit einem Kollegen aus und dann stellen wir jeden Monat unterschiedliche Fragen wie, was war dein erster Job, was machst du am Wochenende in Berlin, ja, sowas in der Art. Kaffee schwarz oder Karamell Macchiato? Flat White. Delegieren oder selber machen? Delegieren. An deiner Rolle als Geschäftsführer gefällt dir besonders? Dass ich Dinge anstoßen kann oder verändern kann, wenn sie nicht gut laufen oder nicht zufriedenstellend für uns als Kaneo sind. Hättest du gerne jetzt mehr Freizeit oder lieber früher in Rente gehen? Beides. Wie geht das? Was ist schwieriger? Eine einheitliche Unternehmenskultur schaffen oder einheitliche Führungsansätze? Eine einheitliche Unternehmenskultur schaffen. Spiegel oder Rührei? Rührei. Neu aufbauen oder weiterentwickeln? Weiterentwickeln. Neu aufbauen hast du ja auch schon gemacht. Absolut. Was ist das geilste Incentive, was ihr eurem Team bei Klaneo bietet? Eis. Matthäus und ich sind totale Eisliebhaber und könnten jeden Tag Eis essen. Und dann haben wir irgendwann mal eingeführt, dass wir Eis gekauft haben. Und jetzt ist immer Eis bei uns da, was man sich kostenlos rausnehmen kann. Klare Zuständigkeiten oder volle Selbstverantwortung? Eigentlich beides. Wenn ich mich für eins entscheiden musste, dann volle Selbstverantwortung. Wer oder was inspiriert dich? Keine bestimmte Person. Das ist eher der Austausch mit unterschiedlichen Personen zu unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel hier das Executive Leadership. Sehr cool, mit sich mit den einzelnen unterschiedlichen Leuten dort auszutauschen und sich aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen inspirieren zu lassen. Und wen sollten wir hier als nächstes interviewen? Ich finde den Flo von Auteon, der auch hier bei der Tamit dabei ist, cool. Und sonst extern hätte ich den Florian Färber von The Base gut finden. Cool. Vielen, vielen Dank.